Buenas tardes a todos y gracias por su asistencia. A continuación va a disputarse un partido de segunda ronda del cuadro final del Mallorca Open 2001. Nacido en Barcelona el 23 de septiembre de 1974, profesional desde 1993, ha ganado 8 títulos de ATP. Este año fue ganador del torneo de Espinho y es el actual número 55 del ATP Champions Race. A la izquierda, demos la bienvenida a Félix Mantilla. Nacido en Barcelona el 20 de junio de 1975, campeón de la Copa Davis con el equipo español en el año 2000, profesional desde 1996 y actual número 58 del ATP Champions Race. A la derecha, demos la bienvenida a Joan Balsells. Good afternoon, everyone, and thank you for coming. In a few moments, we are going to watch a game of second round in the main draw of the Mallorca Open 2001. Born in Barcelona the 23rd of September of 1974, he's won 8 ATP tournaments, and this year he's won the tournament in Espinho. Professional since 1993, and is the actual number 55 of the ATP Champions Race. At the left side, let's welcome Félix Mantilla. Born in Barcelona the 20th of June of 1975, he's the winner of the Davis Cup with the Spanish team in the year 2000 and professional since 1996 and is the actual number 58 of the ATP Champions Race. At the right side, let's welcome Joan Balsells. Dos minutos. Un minuto.
Señoras y señores, este partido de segunda ronda se disputará al mejor de 3 tiebreak sets. Juan Balcells ganó el sorteo y eligió recibir. Tiempo. Primer set, al servicio Félix Mantilla. Right. 15-0. Y tercero. Juego Balcells. Un juego igual.
0-15. Quince treinta. Quince, 40. Treinta, 40. Iguales. Ventaja, mantilla. Iguales.
ventaja al Zenit. Iguales. Ventaja Mantilla. Juego Mantilla. Mantilla gana 2-1. Quinto. Robarse. 2-1. Oh!
0-15. Quince iguales. Quince. Quince. Igual. Ventaja mantilla. Por tres.
iguales. Ventaja, Russell. Un momento, por favor. Marcel gana 3-2. Tiempo. Tiempo cero. Quince iguales. Venga, quince. Cuarenta, quince.
Nadal Cerdas. El Cerdas gana 4 juegos a 2. Ells gana 4 juegos a 3 a cambio de bolas. Tiempo. No,
15-0. De iguales. Balcells. Balcells gana 5-3. Quinto. Die Partie zwischen Justo Scheu und Juan Balcells in dieser Runde heißt. Und ich denke mal, leichte Vorteile vom Kampfgewicht her für Justus.
Tiempo. Pero piensa. Quinta iguales. Treinta quince. Quince. Juego el primer set, al set. Por 6-4. Tiempo. Segundo set al servicio Mantilla.
15 iguales. Quince, treinta. Treinta iguales. 40, 30. Romántica. Primer juego, segundo set. Quince de nuevo. Quarenta cero.
Juego, va a 6. Punto iguales. Mantilla gana 2-1. Tiempo. Pero
15 iguales. Luego va al 6. Dos juegos iguales. Pero que pero 40. Ja, wir sind im zweiten Satz, liebe Zuschauer, und damit guten Abend aus der Stierkampfarena von Palma de Mallorca. Felix Mantilla im Bild vorne tut sich schwer gegen Juan Baez, hat den ersten Satz mit 4-6 verloren und wehrt hier gerade einen Breakball ab. Spielstand im zweiten Satz 2 beide. 15-40, also erneut große Gefahr für den 26-Jährigen, hier erneut sein Aufschlagspiel zu verlieren. Das tat er einmal im ersten Satz zum 2-3 und damit war der Satz gleich weg. Und wer sich ein wenig im Tennis auskennt, der wird erkennen, dass Felix Mantilla so völlig verändert ist. Man hatte im Hinterkopf raspelkurze blonde Haare, einen blond gefärbten Kinnbart. Wenn man jetzt so richtig hinschaut, hat er längere Haare, hat sich frisch rasiert. Das Ganze hat einen guten Grund, das würde ich Ihnen auch gleich verraten, während wir jetzt allerdings hier erstmal Juan Balcés sehen, wie Jürgen Mahnke sagte eingangs, einer der vier Davis Cup Helden von Barcelona. Er stand im siegreichen Doppel an der Seite von Alex Correia beim Sieg über Australien. Er trug maßgeblich dazu bei im Doppel mit seinem Erfolg über Mark Woodforde und Sandon Stolle, um die Australier, den damaligen Titelverteidiger, zu besiegen. Doch zurück zum Match. 30-40. Dritte Breakchance in Serie für Balcés.
juego Balcells. Da ist das Break erneut zum 3-2, parallele zum ersten Satz. Ein schnelles Break für Balcells, was er sich gewünscht hat. Und gar nicht zur Freude, muss man sagen, von Felix Mantilla, der sich einiges vorgenommen hatte für dieses Spiel, der extra außerhalb von Palma trainiert hat mit seinem Trainer Jordi Velario, der gesagt hat vor dem Match, er muss ihn passieren auf der Vorhand- oder Rückhandseite, hat extra eine kleine Mauer aufbauen lassen, um die Stärke des Juan Balcells am Netz ihm zu dokumentieren. Und er musste immer passieren, minutenlang. Nun denn, es hat nicht so besonders gut geklappt. Der Blick auf die Statistik des ersten Satzes zeigt 9 Netzangriffe von Balcells. 9-mal hat er den Punkt machen können. Bitter für den 26-Jährigen, der durch eine Schulteroperation gehandicapt war im letzten Jahr, der 4 Monate nicht hat Tennis spielen können. Und Juan Balcells feierte gerade ausgerechnet in dieser Zeit seine allergrößten Erfolge mit dem Team von Spanien. Siege in Santander gegen die USA, ein dramatisches 5-Satz-Match. Und der Blick auf die Statistik zeigt, seine Stärke ist der Aufschlag. Und er greift an. Surf and Volley in Reinkultur. Und Mantilla hat es nicht verstanden, in diesem ersten Satz seinen Kollegen, seinen Freund aus Barcelona an der Grundlinie zu halten. 2 Breaks, eine klare Führung für den jungen Balcells. Michael Chang hat ihn übrigens mal verglichen mit Yannick Noah, weil er ähnlich spaßig drauf ist. Gilt als der Doppelspezialist hier in Spanien. Ärgert ihn so ein bisschen, ähnlich wie David Prinosin in Deutschland. Und die ersten Minuten, die ersten Einstellungen zeigen, wie klar Balcells hier Spiel und Gegner dominiert. Er lässt Mantilla laufen und am Netz ist er überhaupt nicht zu bezwingen. Da muss er tief runter, der 1,91-Mann. Aber den spielt er genauso souverän wie zuvor. Macht kein einziger Fehler am Netz. Schauen Sie hier. Fast als Dropshot genommen. 4-2-Führung für den 25-Jährigen, derzeit die Nummer 58 im Champions Race. Hat im Einzel noch nicht so viel gerissen, im Gegensatz zu ihm. Zu Felix Mantilla, der in diesem Jahr in Estoril im Finale stand. Nach genau einer Stunde Netzangriff Nummer 1 für Mantilla und gleich diesen ersten schließt er erfolgreich ab. Eine überraschende Variante im Spiel in der Spanien. Dieser Topspin-Lob über die Rückhandseite von Felix Mantilla, und der Mantilla ist alles andere als ein Mann am Netz, 1,78 groß, und da fehlen ihm einfach 10-15 cm, um noch an diesen Ball heranzukommen.
Ja, glänzend gespielt. Er weiß genau, dass der Mantilla diese Bälle überhaupt nicht mag. Fehlerlos die Vorstellung des Mannes aus Barcelona, Gegner von Felix Mantilla. Und damit erneut die Chancen zum Break Nummer 2 in diesem Durchgang 2 bei Seis, der hier von den jugendlichen Fans immer wieder angefeuert wurde, auch im Training. Hat sich fast die Hände wundschreiben müssen, was die Autogramme angeht. Auch Saffron Volley gehört eigentlich nicht ins Repertoire des Felix Mantilla, wenngleich Rodi Vial gesagt hat, daran arbeiten wir. Er ist ein reiner Grundlinienspieler gewesen, aber nach dieser langen Pause fängt er bei Null an. Hat sich bei einigen Challenger-Turnieren wieder in den Vordergrund spielen können. War abgerutscht in der Weltrangliste nach seiner viermonatigen Pause bis auf Position 99. Und das ist ein Mann, der immerhin im Jahre 98 unter den ersten 10 der Welt war. 5-mal erste Runde das Aus für Mantilla zu Beginn des Jahres. Dann hat er sich in kleinen Turnieren wieder nach oben gearbeitet. Challenger-Sieg bei einem kleinen ATP-Turnier in Espinho in Portugal gegen Tommy Robredo und in Barletta in Italien gegen Markus Hipfel. Dann, ich sprach es an, das Finale Estoril, Niederlage im Finale gegen Ferrero. Und letzte Woche war es wieder Ferrero, der Felix Mantilla stoppte in Barcelona. Da verlor er in 3 Sätzen, aber zuvor hat er Männer wie Alberto Martin oder Sergi Bruguera schlagen können. Und das zeigt, dass er auf dem Weg zurück ist. Doch bei Seis scheint heute einfach eine Nummer zu groß für ihn zu sein. Erster Doppelfehler von Balseis, der sich hier viel vorgenommen hat, der gesagt hat, ich kann den Palmer gewinnen. Er hat ja schon einmal für eine große Überraschung gesorgt, vor 2 Jahren, als er in der ersten Runde Carlos Moya aus dem Wettbewerb warf, hier den lokalen Matador. Und das hat ihm nicht unbedingt Freunde eingebracht, aber durch diesen fantastischen Davis Cup Erfolg, für den er mitverantwortlich zeichnete, hat er sich in die Herzen der Fans zurückgespielt. Es ist einfach nicht sein Tag. Da war die Möglichkeit da, Balseis Longline zu passieren. Und Sie sehen es, Punto de Partido, Matchball für Juan Balseis nach gut 65 Minuten hier auf dem Center Court im Coliseo Balear. Das war's. Balseis ist in der nächsten Runde. Nach seinem Erfolg zu Beginn gegen Sabaleta nun ein erneuter Zweisatzerfolg
über seinen Landsmann, über seinen katalanischen Kollegen Felix Mantilla, der zum ersten Mal heute auf seinen Kollegen traf. Das ist auch ein wenig überraschend, diese Premiere. Die beiden sind schon lange gemeinsam auf der Tour hier. Das Aus für ihn, für Felix Mantilla, also in Runde 2. Dabei war er noch vorgestern der Held. Um 0.40 Uhr beendete er in der Stierkampfarena den langen, langen Tennistag mit einem Erfolg über die Nummer 1 der Setzliste hier. Andrei Pavel, der Mann aus Rumänien, der in der Nähe von Bielefeld lebt. Und ein Blick auf die Statistik zeigt die Stärken des Juan Balcés, der selbst auf Sand, auf dem schnellen Belag hier gnadenlos Surf and Volley spielt. Ja, damit ist also ein Spanier bereits in der Runde der letzten 16, in der Runde der letzten 8, pardon. Insgesamt waren hier oder sind hier im Achtelfinale noch 8 Spanier, 2 Deutsche mit Jens Knipschild und Nicola Kiefer, 2 Argentinier mit Correa und Galleri. Und ja, die Spanier beweisen hier einmal mehr in diesen Tagen von Palma de Mallorca, dass sie zu den Sandspezialisten auf der Welt gehören, mit der größten Dichte, wenn man sie vergleicht mit anderen Nationen. Und er gehört eigentlich gar nicht zu diesen typischen Sandplatzspielern. Er ist ein Mann, der die schnellen Belege bevorzugt, wenngleich Balcés sein erstes und einziges Turnier auf der ATP-Tour auf Sand hat gewinnen können. Vor gut 2 Jahren in Rumänien, in Bukarest, als er im Finale Markus Hanschk besiegen konnte, musste damals sogar noch 2 Matchbälle abwehren. Das war sein erster und bislang einziger Sieg und er hat ja ganz offen hier seine Forderung postuliert. Ich will und ich werde hier alles tun, um in Palma zu gewinnen. Kleine Anekdote vielleicht noch hier am Rande, als er in Santander im Halbfinale gegen die USA im Doppel mit Alex Correa spielte, dass er in 5 Sätzen, dramatischen Sätzen gegen Todd Martin und Chris Woodruff gewonnen hat, war der größte Fan Julio Iglesias und er ließ sogar seinen Besuch beim Stierkampf zunächst sausen, um bis zum Ende dabei zu sein, kam zu spät zum Stierkampf, was ja nicht so einfach ist in Spanien, das ist ja eine sehr spezielle Geschichte. Und später hat der Sänger vor der großen Kulisse in der Stierkampfarena den toten Stier, sogar dem Davis Cup Team Spaniens, speziell Juan Balcés, gewidmet. Damals im Sommer an der Atlantikküste von Santander, der Sturz des großen Favoriten USA und auch der Sturz von John McEnroe, der danach sein Amt zur Verfügung stellte, das jetzt sein...